Liebe Leute, willkommen zurück zu Dishonored. Und da sind wir am Leuchtturm. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Party hier endet. Hafenseitiger Eingang, strandseitiger Eingang. Eine Riesenkombination aus allem. Warte mal, warte mal. Oh, Kabelwerkzeug ist nicht verkehrt. Wir haben doch da drüben, das ist doch auch ein Eingang da. Eins, zwei, drei. Da unten scheint niemand zu sein. Steht ein Typ. Muss nur gerade mal schauen. Ich höre Schritte. Und ich sehe einen Schatten. Gehört zu dem da, okay. Okay, wir warten mal eben, ob er jetzt zurückkommt und ich ihn mir dann schnappen kann. Sieht ganz danach aus. Wenn ich Pech habe, kommt er hier raus. Ciao. Da drüben ist einer. Was hat er denn dabei? Da kann ich was deaktivieren. Ah, okay. Ich dachte, das wäre eine Tür hier. Ah, aber hier drüben. Das passt aber. Da kann man nicht durchschauen, okay. Kontrollraumschlüssel. Okay, das heißt, so wie es aussieht, ist diese Ecke hier tatsächlich nur dazu da, um diese Lichtwände auszuschalten. Das heißt, ich nehme hier den Walöltank raus. Denn ich brauche das offen. Da ich mich für noch keine Seite entschieden habe. Ja, genau. Nee, nee, das diente jetzt nur dafür, okay. Das akzeptiere ich. Das heißt, es geht zurück für uns. Außer... Außer ich irre mich. Nee. Nee, nee. Das ist in sich abgeschlossen hier. Schön schlafen. Und jetzt können wir uns eine Seite aussuchen, weil beide Lichtwände sind durch. Ihr habt die Pfeile gesehen. Ihr habt die Pfeile gesehen. Das hätte durchaus klappen müssen. Das war knapp. Oh, das ist Käse hier.
Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Hopp. Wir haben einen im Turm, wir haben einen da drüben. Was war ich mit der Info? Nicht so viel, ne? Oh, einer bewegt sich. Ah. Okay, so er ist raus. Soll ich jetzt mal da liegen? Könnt ihr von die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Yay. Torhaus, Torhaus, Entwässerung. Kommt der hier rein? Ja, da ist. Okay, da scheint keiner zu sein. Wir gehen runter. Lass mal los, bitte. Und schauen mal eben, können wir hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Da geht's aber wieder raus. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, weil über diesen Innenhof, das wird schon verdammt schwer, glaube ich. Ah, da steht einer. Der dreht sich doch bestimmt gleich weg, oder nicht? Das bringt mir aber auch nichts, hier lang zu gehen, so wie es aussieht. Ich befürchte, ich muss über den Innenhof. Hopp. Ja, komm mal her, du Pfeife. What? Nochmal. Wie? Es gibt keinen Kontrollpunkt. Ich hänge hier fest? Was ist denn? Ah, das ist ganz blöd gelaufen. Jetzt habe ich dich. Ich habe keine Chance. Ich will laden, aber nicht ganz am Anfang. Nee, hier darf ich wirklich nicht entdeckt werden, ne?
drüben komme ich so nicht durch. Was steht da? Lifeboat Access. Das sind die Typen, die ich wegräumen muss hier. Die stehen mir im Rücken. Ja. Komm her, du Pfeife. Zu mir, ganz ruhig, ganz ruhig. Psch, keiner wird uns sehen. Ach was. Ach, jetzt sind wir... Ah, das finde ich gut. Okay. Das wäre also die andere Option gewesen. Muss ich mal kurz schauen, wie viele da sind. Hier ist niemand. Doch, doch, da. Komm her, wir gehen hier hoch. Mich erstmal so ein bisschen verschanzen. Wie Michael Schanze. Können wir hier einmal speichern? Schauen wir mal, wie weit er jetzt läuft. Vielleicht, wenn ich Glück habe, geht er da rein. Oh, das sieht ganz gut aus. Da ist noch einer, ne? Oh, der hat's halb gesehen. Sehr gut. Der da. Oh, da ist noch einer? Okay. Ach Gott, schaut mal da oben. Oh Gott. Der absolute Albtraum. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich eigentlich hin muss. Betritt das Torhaus. Das sollte gehen, oder? Müssen wir mal schauen, wo er lang geht. Er geht weiter. Komm mal her. Den schnappen wir uns. Sehr gut. Einer weniger. Wir sind gar nicht so weit davon entfernt, aber das ist eben unten geschützt durch diese Lichtwand. Aber wir haben hier oben, habe ich gerade gesehen, einen Raum nur für das Torhaus. Die stellen sich jetzt hier alle an, damit jeder was abbekommt. Gib mal her. Stellt euch auch von mir aus so darauf. Einer ist schon verschwunden, so wie es aussieht. Okay.
So, das war jetzt der dritte. Der Hans da ist. Ist das ein Witz? Sehr gut. Ich höre noch mehr Schritte. Rechte Seite. Ja, gleich haben wir die Map durch. Sind hier keine Feinde mehr. Alle liegen hier in diesem Turm. Und haben einen Turm. Also, was ich sagen wollte. Hier gibt es einen Raum. Und das scheint der Kontrollraum für das Torhaus zu sein. Denn da unten haben wir eine Lichtwand. Da drin ist einer. Und hier ist alles jetzt frei. Okay. Was macht er? Das ist das, was wir brauchen. Der Hans da ist. Und hier unten ist der Eingang dazu. So wie es aussieht, aktuell der einzige Eingang. So, da haben wir einen. Jetzt muss ich mal eben kurz beobachten, wie die laufen. Der geht weg und er stellt sich da jetzt eine Weile rein, oder? Ja. Der sieht das jetzt. Wir probieren es einfach. Laden können wir immer noch. Was mache ich denn mit dem jetzt? Der bewegt sich gar nicht. Ich könnte halt die Ratten auf ihn hetzen, aber ich weiß nicht, ob die anderen das mitkriegen, wenn der laut aufgefressen wird. Lebendig. Schwer zu sagen. So. Kannst gleich da liegen bleiben. Er hat Deis. Er hat Steinschalosch. Ihr kriegt jetzt alle was ab. Ist mir völlig egal, wie viele hier drauf gehen oder nicht. Ihr seid mir zu sehr im Weg. Und ich töte sie nicht. Das wollte ich nur mal festhalten. Okay, jetzt kommen wir zur Brücke. Das dürfte ein bisschen schwieriger werden. Drunter. Nein! Hör doch auf! Kommt der runter? Bitte?
habe leider kein Kabelwerkzeug, oder? Das wäre es gewesen, Leute. Zeit verlangsamen. Wir haben da oben zwei und hier auch noch einen. Der sollte aber kein Problem sein. Wer hat die Lichtung beim Anleger abgeschaltet? Eine gute Idee. Keine Ahnung. Die ganze Insel verwandelt sich an. Komm her, du Pfeifer, komm her, komm her, komm her. Wie komme ich da rein? Verzeihung. Was? Hat er den nicht gerade gehabt? Doch. Du bringst mich immer zum Lachen. Weit oben. Was erwartet uns hier? Das ist auf jeden Fall gerade so der Test aus allem gewesen. Nur die Tallboys haben noch gefehlt. Ansonsten... Der eine Typ da, aber der hat sich gerade unterhalten. Ist das nur der eine? Sieht fast so aus noch. In der Ferne kann ich niemanden erkennen. Sind das da Beine? Nee. Ah, da kommt er. Okay. Ich muss es versuchen, hier mit Zeit verlangsamen und dann... Eieiei. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Kriegen wir auch noch. Sehr gut. So, kein Problem. Was haben wir hier? Ich höre Stimmen, aber ich weiß nicht wo. Und im Spiel auch. Bis er seinen Glauben fand. Der Mister, das Kindermädchen. Der bittere Piero, der Akademie verwiesen. Samuel, ein nutzloser alter Mann, hungrig nach dem Sinn des Lebens, kann heute nicht bei uns sein. Das ist alles Martins Schuld. Warte mal, den da unten soll ich nicht eliminieren? Ich schau lieber nochmal kurz. Rette Emily, eliminiere Admiral Havelock. Aus dem Gefängnis geholt. Hätte Corvo seinen Job nicht so perfekt gemacht, hätten wir nicht Angst und Gier verspürt. Hätte, hätte, hätte. Immer zu sicher, das war mein Problem. Wir haben nicht genug. Zu sicher, was ich wollte. Zu sicher, was ich wollte, als andere Männer zögerten. Ich hielt das für eine Schwäche. Ich muss es probieren, ne? Ich glaube aber, den muss ich auch töten, oder nicht? Zu den anderen kam, überquerte die Insel, als sei es nichts.
der ist auch schon tot. Er hat sich mit Leichen unterhalten, dass ich darauf nicht gekommen bin. Ich will erstmal kurz looten. Kleinen Moment bitte, Kaiserin. Wenn Sie mich rauslassen, müssen Sie in der Ecke stehen, bis Sie wissen, wie man sich benimmt. Ja, warte doch mal kurz. Kleinen Moment bitte. Was haben wir denn hier? Sprecherkabine. Okay, doch hier oben. Ein langweiliges Tagebuch. Lass es mal laufen. Die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten Sie uns jemals vergeben? Würden Sie es? Corvo! Ich wusste, du kommst. Corvo! Wird jetzt alles gut? Werde ich Kaiserin? Jetzt wollen wir mal nichts überstürzen. Erstmal werde ich König, okay? Das war's tatsächlich schon. Dass ich an der Errungenschaft schließe das Spiel ab. Das Ende. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die Erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo, um ihre junge Seele zu leiten und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Du sahst und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an, eingeleitet durch deine Hand. Okay, fehlt jetzt offensichtlich die Musik, vielleicht, wenn jetzt keiner mehr redet. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily, Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, deinen Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten, weil du mehr für sie warst als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. Du hast das Spiel mit niedrigem Chaosfaktor abgeschlossen. Habe ich gerade die Errungenschaft bekommen? Ja, also, das war wirklich schön. Ich fand es ein bisschen kurz jetzt. Das kann daran liegen, dass ich in ein, zwei Missionen da diese ganzen optionalen Missionen übersehen habe. Aber gefühlt bin ich jetzt erst so richtig drin in diesem Flow mit wie nutze ich was und so. Und dadurch wirkte es an manchen Stellen fast ein bisschen zu leicht, muss ich sagen. Kann natürlich auch am Schwierigkeitsgrad liegen. Aber dieses sich irgendwo hinbeamen und so weiter, das geht dann schon recht gut. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, dieses Spiel lebt auch so ein bisschen davon, das nochmal zu probieren, das so zu spielen, dass man gar nicht entdeckt wird, dass man niemanden tötet. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung. Denn ich meine, man kann hier noch mehr Upgrades und mehr Runen und so weiter freischalten. Ich denke, davon lebt das so ein bisschen. Es gibt ja auch ein DLC für den ersten Teil, bin ich der Meinung. Und es gibt noch einen zweiten Teil. Und ich schaue mal, ob mich der zweite Teil auch anspricht. Denn an sich bin ich wirklich, wirklich überrascht, wie gut das war. Gerade die Grafik und die Atmosphäre und so, das war irgendwie mal so ein bisschen was Erfrischendes und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber so im Stealth-Genre fühle ich mich so langsam ein bisschen wohler. Ich hatte anfänglich so meine Sorge, weil das so First-Person war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man dann so Third-Person natürlich dann um so eine Ecke schauen kann, ist nicht realistisch, aber macht dann dieses ganze Stealthing ein bisschen ansprechender, finde ich. Aber das hat ganz gut funktioniert hier. Cooles Ding, liebe Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns mit einem anderen Spiel in einem anderen Video wieder. Bis dahin, ciao.